Hallo meine Lieben, ich habe heute meine Top 10 des Monats September für euch und nein, Oktober. Ich habe eine Top 10 des Monats Oktober für euch. Und plus natürlich die Nagellacke, die natürlich nicht zu meinen Top 10 gehören. Das sage ich ja jedes Mal. Ich kann es nicht mehr sagen und ich kann, denke ich, auch verstehen, wenn ihr es nicht mehr hören könnt. Aber es fangen sonst echt Diskussionen deswegen unter meinem Video an. Naja, wenn ich heute mal eine Fluppe ziehe, dann ist es deswegen, weil ich mir etwas bei TK Maxx gekauft habe und deren Verpackung ein Drittel gefehlt hat. Und dann noch das, was ich mir kaufen wollte. Und zwar, ich zeige euch das schnell. Ich bin sowieso geladen, deswegen. Ich habe mir die Birthday Box gekauft und die Sachen sind da drin gewesen. Sollten eigentlich. Ich mache sie auf und die Body Butter fehlt. Genau das, warum ich sie eigentlich gekauft habe. So. Deswegen bin ich gerade ein wenig, naja. Aber das Video muss gedreht werden. Deswegen gute Minus im bösen Spiel. So. Ich zeige euch mal wieder die ganzen Nagellacke, die ich verwendet habe diesen Monat. Den Nagellack, den ich jetzt gerade trage, kann ich euch gar nicht zeigen. Ich dumme Nuss, der ist von Catrice und heißt I See You. Den habe ich auf der Arbeit stehen, weil ich mir meine Nägel auf der Arbeit in der Pause gelackiert habe. Der sieht so aus. Der ist schon Asbach uralt, habe ich damals bei einem YouTuber-Treffen von der Diana 0380 aus so einer Wühlkiste rausnehmen dürfen. Ich beginne mit den Füßen. Ich habe wieder auf den Füßen gehabt von Kiko die 240, wie die letzten Monate auch. Ich habe den immer abgemacht, wieder drauf gemacht, abgemacht, wieder drauf gemacht. Und stellt euch vor, er wurde abgelöst. Wenn ich dann keine offenen Schuhe mehr getragen habe, braucht auch keine Rot mehr. Es wurde ja kalt und dann habe ich mir wieder meine Space Nails gemacht. Space Nails habe ich mir im Frühling auch mal gemacht. Ich finde das toll. Und zwar ist es von Essence, der... Ja, ah hier, Ice Princess. Das ist so ein silbermetalliger. Jetzt kommen nur noch Essies und da hatte ich drauf ja, Forever Yummy. Ich liebe diesen Ton. Das ist so ein ganz tolles, dunkles, klassisches Rot, was jeder haben sollte. Dann hatte ich drauf, wie heißt der? Cocktail Bling. So ein tolles... Flieder, Blau, Grau. Dann hatte ich drauf Heat Mistress. Das ist der Nagellack, den ich von der lieben Moldavid geschenkt bekommen habe im Tauschpaket. Super schöner Ton, der so leicht ins Pinky reingeht. Sehr schön. Und vor dem I See You hier hatte ich Urban Jungle drauf. Das ist dieser Ton hier. Der war, glaube ich, mal in der LE, aber den gibt es noch bei Amazon. Ich verlinke euch ja wieder alles in der Infobox. Und nun kommen wir zu den Top 10. Da zeige ich euch erstmal mein Make-up. Das trage ich auch heute. Und zwar ist es von Rimmel, das Match Perfection Light, ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein Foundation in der Farbe True Ivory. Ich bin ja wieder ziemlich hell geworden. Und zwar sieht die so aus. Ist halt super für trockene Haut, auch für empfindliche Haut. Ich habe ja sehr empfindliche Haut. Ja, ich kann es sehr gut vertragen. Es lässt sich gut verblenden. Es ist deckend, aber nicht maskenhaft. Es ist perfekt. Ja, trage ich mit meinem Beauty Blender oder Real Techniques Schwamm auf. Super, ich liebe es. Dann habe ich dieses Blush hier total gerne verwendet. Und zwar ist es von Maybelline. Ich weiß nicht, das ist so Face Studio Reihe. Das ist die Farbe Brown. So schaut er aus. Habe ich total gerne verwendet. So sieht er aus. Ja. Ist schon ziemlich lange in meiner Sammlung. Habe ich aber diesen Monat erst regelmäßig rausgekramt. Der hier ist relativ neu, den habe ich euch in meinem letzten Haul gezeigt, den ich, was heißt letzten, also einer meiner letzten Hauls, alle, obwohl ist ja überhaupt schon hochgeladen, ich glaube, das ist noch gar nicht hochgeladen, also in einer meiner nächsten Hauls werde ich euch ihn zeigen, das Haul habe ich nämlich auf meinem Computer noch gehabt, habe es voll vergessen und habe es nicht hochgeladen, aber ich lade es natürlich noch hoch, und zwar habe ich einen NYX Blush hier in der Farbe Solstice, ja, genau, das sieht so aus. So ein gebackenes Rouge ist das. Das trage ich auch heute. Ist nämlich wirklich nur so ein Hauch von Farbe. Und ich finde solche Produkte so toll, die einen so einen Hauch nur verleihen. Und das ist der hier daneben. Ja, und die Verpackung ist ja schick, ne? Dann auf den Lippen habe ich gerne wieder diesen Catrice Shine Appeal Fluid Lipstick in der Farbe Rose Would You getragen. Der schaut so aus und... Der lag jetzt so und man sieht auch richtig, wie leer er schon ist. So sieht man das wahrscheinlich besser, hoffe ich zumindest. Ja, und der hat so ein
Applikator. Die gibt es ja auch von Essence, aber ich mag die von Catrice lieber. Habe ich auch noch eine Farbe von, wegen der Sortimentsumstellung so zugeschickt bekommen. Das ist diese hier. Aber den hier, den trage ich halt viel öfter. Weil den hatte ich mir damals ausgesucht, die Farbe, und ich finde die Farbe toll. Ganz einfach. So, und an den Wochenenden mache ich nämlich immer gerne rote Lippen wieder drauf. Natürlich, ich liebe ja rote Lippen. Aber seitdem ich einen Freund habe und wir uns regelmäßig noch Küsschen geben, ist dann halt so andere Lippenstifte wie sowas hier. Ist natürlich blöd, ne? Ist so. Naja, also sowas hier, wenn er sowas im Gesicht hat, findet er nicht so toll. Verständlich. Deswegen steige ich jetzt im Moment ziemlich um auf diese 24-Stunden-Color-Tattoos. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Maybelline 24-Stunden-Dinger. Da habe ich am liebsten die Farbe Red Passion, die 510, genommen. Super Farbe. Ich liebe diese Teile einfach. Und wenn die mal leer sind, hier diese Lippenbalsame, da gibt es die nämlich zu kaufen bei DM oder Rossmann oder sowas. Dann könnt ihr den da draufstecken. Dann habt ihr eine neue Patrone, nenne ich es jetzt einfach mal. Also megamäßig, ich liebe diese Teile. Kann ich nur empfehlen, da habe ich verschiedene Farben von. So, Lidschattentechnisch durften tatsächlich, haben sich immer zwei Lidschattenpaletten abgewechselt. Und zwar die Sleek-Paletten. Und zwar einmal die All Night Long und die A New Day. Die All Night Long sieht so aus. Sehr schöne Farben, also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Super mega. Und die A New Day, sie schaut so aus. Ziemlich ähnlich, aber doch anders. Ich konnte... Applikator? Scheiß drauf. So. Ich konnte mich für keine entscheiden und deswegen habe ich beide und ich liebe sie beide abgöttisch. Wo wir gerade bei Sleek sind, ich habe hier noch eine Palette für euch, die schon total abgegrabbelt aussieht vorne. Ne? Das ist auch die Solstice-Palette. Ob ich das richtig ausspreche, weiß der Geier. Das ist die Highlighter-Palette und die habe ich auch, die verwende ich eigentlich so ziemlich fünfmal die Woche. Ich liebe diese Lidschatten, diese Highlighter einfach. Die sind wirklich astrein und sind schon toll, ja. Ich liebe sie. Ich bin so froh, dass ich sie gekriegt habe. Dann, glaube ich, wie letzten Monat, glaube ich zumindest, habe ich von Love diesen Browtitude Eyebrow Contouring Palette. Sieht auch schon ziemlich verwendet aus. Ich finde die super mega toll. Ich benutze immer das Braun, das Dunkle, ab und zu auch das Helle, aber immer das Wachs darüber. Eigentlich soll man das auch da drunter machen, aber ich mache es da drüber. Und ich habe hier die Farbe 300 Blonde Attitude. Megamäßig. Ich kann es total empfehlen. Ich liebe dieses Produkt total. So, und dann habe ich noch ein Produkt von Colourpop, und zwar den Highlighter in der Farbe Wisp. Habe ich mal wieder ziemlich häufig verwendet. Und Leute, ich habe da einen Hitzepan. Nein, ich habe da einen Hitzepan. Guckt! Da ist ein Hitzepan. Seht ihr das da? Voll heavy. Ich will euch gar keinen Swatch mehr machen, weil, ne? Hier, könnt ihr ja vielleicht nachvollziehen. Seht man da was? Sieht man da was? Ich hoffe. Ja, krass, ich habe echt einen Hitzepan erreicht. Aber dieses Produkt ist ja auch mal super mega schön. Voll schön. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann spätestens bei den nächsten Top 10 bzw. meistverwendeten Produkten des Monats November dann wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.